Body Scan. Der Body Scan ist eine Meditation zur körperlichen und geistigen Entspannung nach dem Stressreduktionsprogramm von Jon Kabat-Zinn. Führe den Body Scan an einem Ort durch, an dem du dich wohlfühlst und ungestört sein kannst. Denn diese Zeit ist nur für dich bestimmt. Für die Ausrichtung auf deine innere Quelle von Kraft und Heilung. Versuche während der gesamten Zeit wach zu bleiben. Und setze dich nicht damit unter Druck, dass du dich unbedingt entspannen musst. Es gibt beim Bodyscan keine richtige oder falsche Art, sich zu fühlen. Sei stattdessen einfach offen für alles, was geschieht, ohne etwas verändern zu wollen. Lege dich bequem hin, wenn möglich auf den Rücken. Lass deine Arme entspannt neben dem Körper liegen und die Füße leicht nach außen fallen. Falls dir die Rückenlage nicht angenehm ist, nimm eine andere, dir bequeme Position ein. Und dann lass deine Augen zufallen. Es gibt nichts zu tun und nichts zu erreichen. Lass alle Erwartungen an diese Meditation jetzt los. Nimm wahr, wie dein Körper vom Boden getragen wird. Spür die Kontaktflächen deines Körpers zum Boden. Die Füße, die Beine, den Rücken, die Arme und den Kopf. Du kannst jetzt die Schwere deines Körpers vertrauensvoll an den Boden abgeben. Werde dir nun der Tatsache bewusst, dass du atmest. Spüre deinen Atem so, wie er gerade ist, ohne ihn zu verändern. Und mit jedem Ausatmen spürst du, wie dein Körper immer tiefer nach unten sinkt, in den Boden, in die Entspannung. Richte deine Aufmerksamkeit jetzt auf deinen linken Fuß, genauer auf die Zehen deines linken Fußes. Und auf alles, was du dort wahrnehmen kannst. Erspüre den großen Zeh, den kleinen Zeh, die Zehen dazwischen, vielleicht spürst du ein Kribbeln oder Ziehen
Wärme oder Kälte, Trockenheit oder Feuchtigkeit oder etwas ganz anderes. Wenn du nichts Bestimmtes wahrnimmst, dann nimm wahr, wie es sich anfühlt, in deinen Zehen nichts zu spüren. Auch das ist eine Wahrnehmung. Konzentriere dich nun auf die Unterseite deines linken Fußes. Die Fußsohle und die Ferse. Spür den Kontakt zum Boden, die Schwere, den Druck und alle anderen Empfindungen. Nimm nun deinen linken Fußrücken wahr und dein linkes Fußgelenk und alles, was du dort spürst oder auch nicht spürst. Mach dir keine Gedanken über deinen Fuß, sondern sei einfach voll und ganz bei ihm. Geh dann weiter zum linken Unterschenkel. Spür die Kleidung, die ihn umgibt. Den Boden unter ihm und in der Tiefe das linke Schienbein und die Wadenmuskeln. Erspüre nun dein linkes Knie. Die Kniescheibe, die Kniekehle und das Gelenk in der Tiefe. Fokussiere dich nun auf deinen linken Oberschenkel. Nimm alle Empfindungen an der Oberfläche wahr. Und in der Tiefe den Knochen, die schweren Oberschenkelmuskeln geh nun mit deiner Aufmerksamkeit hoch zur linken Hüfte. Von dort aus hinüber zur rechten Hüfte. Und dann das rechte Bein hinunter. Bis in die Zehen des rechten Fußes. Spüre alle Empfindungen in deiner rechten großen Zehe, in deiner kleinen Zehe und in den Zehen dazwischen.
Nimm jetzt die Unterseite deines rechten Fußes wahr. Die Fußsohle, die Ferse. Spüre, wie dein Fuß auf dem Boden aufliegt. Werde dir aller Empfindungen an der Fußunterseite bewusst. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen rechten Fußrücken und auf das rechte Fußgelenk. Und auf alle Empfindungen dort. Nimm jetzt deinen rechten Unterschenkel wahr. Erspüre die Wadenmuskulatur, das rechte Schienbein und alle Empfindungen an der Oberfläche. Spüre dein rechtes Knie, die Kniescheibe, die Kniekehle. Und das Gelenk in der Tiefe. Geh dann weiter zum rechten Oberschenkel. Nimm alle Empfindungen an der Oberfläche wahr. Den Kontakt zur Kleidung, zum Boden und in der Tiefe die Oberschenkelmuskulatur, den Oberschenkelknochen. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf dein Gesäß. Spüre, wie beide Gesäßhälften auf dem Boden aufliegen, den Druck, die Schwere. Nimm auch deine Genitalien wahr. Und den Anus. Spür nach, was du dort empfindest. Oder auch nicht empfindest. Verlagere nun deine Aufmerksamkeit auf beide Hüften und zum Becken. Spüre die Hüftgelenke, die Beckenknochen und die gesamte Beckenbodenmuskulatur. Spüre jetzt deinen Rücken,
das Kreuzbein, das auf dem Boden aufliegt. Die Lendenwirbelsäule, wie sie sich über dem Boden wölbt. Und dann verfolge den ganzen Rücken, Wirbel für Wirbel, bis zu den Schulterblättern. Richte deine Aufmerksamkeit zurück nach vorne zum Bauch. Spüre deine unteren Organe, den Darm und deinen Magen. Nimm jede Empfindung an, ohne sie zu werten. Nimm dann deinen Brustkorb wahr. Das Ausdehnen und wieder zusammenziehen beim Atmen. Und dann spüre deine Lunge. Erlebe ganz bewusst mit jedem Atemzug, wie jede Zelle deines Körpers durch die Lunge mit Sauerstoff belebt und erfrischt wird. In der Tiefe deines Brustraumes erspüre nun dein Herz, deinen Herzschlag und alle Empfindungen in deinem Herzen. Beurteile nichts. Nimm alles so an, wie es ist. Lenke deine Aufmerksamkeit nun über beide Arme und Hände hinunter in deine Fingerspitzen. Spüre alle Empfindungen in deinen Fingern. Feuchtigkeit, Wärme, das Pulsieren deines Blutes. Oder kribbeln. Und dann beziehe auch beide Handflächen mit ein. Und die Handrücken. Spüre beide Hände vollständig. Ihre Form, den Spannungszustand, die Temperatur. Geh dann über zu den Handgelenken. Versuche auch hier den Pulsschlag zu erspüren.
Nimm dann deine Unterarme wahr. Und alle Empfindungen an der Oberfläche. Den Kontakt zur Kleidung. Den Boden unter ihnen. Sowie auch die Unterarme in der Tiefe. Geh dann über beide Ellenbogen weiter zu deinen Oberarmen. Fühle die Muskeln in deinen Oberarmen. Ihren Kontakt zum Boden. Und verfolge in der Tiefe die gesamte Länge der Oberarmknochen bis hoch zu den Schultergelenken. Spüre dann deine Schultern, und alle Empfindungen dort. Führe deine Wahrnehmung beider Schultern dann im Nacken zusammen. Werde dir aller Empfindungen im Nacken bewusst. Folge dem Verlauf der Halswirbel bis zum Kopf. Nimm dann deinen Hals wahr. Erlebe, wie es sich hier anfühlt, wenn du atmest. Geh dann weiter hoch zu deinem Gesicht. Lass es jetzt so sein, wie es ist. Ganz neutral. Dein eigenes Gesicht. Prüfe den Spannungszustand deines Unterkiefers. Deiner Kiefergelenke. Nimm alles an, wie es ist. Erspüre nun deine Wangen, deine Lippen und alles, was du in diesem Bereich empfindest. Nimm deine Mundhöhle wahr. Die Zähne, deine Zunge. Lass die Zunge entspannt und gelöst im Mundraum ruhen. Fokussiere dich nun auf deine Nase. Spüre, wie dein Atem an deinen Nasenflügeln vorbei ein-
und wieder ausströmt. Geh dann über zu den Ohren. Spüre die Ohrmuscheln, die Ohrläppchen und das Innenohr. Gehe dann zu den Augen. Spüre deine Augäpfel, wie sie leicht nach oben gerichtet in der Augenhöhle ruhen. Darüber die Augenlider, die Augenbrauen und die feinen Muskeln um die Augen herum. Erkunde nun deine Stirn. Spür nach, ob hier noch Emotionen gespeichert sind. Wie Sorge oder Frust. Geh dann weiter hoch zum Haaransatz und dann bis zum Hinterkopf. Spüre deine Kopfhaut, die Haarwurzeln und konzentriere dich dann auf deinen Scheitel oder Kronenpunkt am höchsten Punkt deines Kopfes. Und dann stell dir vor, dass sich deine Krone öffnen kann und wie du dann durch sie direkt in deinen Körper hinein atmen kannst. Atme durch deine Krone bis in die Fußspitzen. Ein und aus. Nimm lichtvolle Energie direkt in dich auf. Und lass verbrauchte Energie wieder aus dir ausströmen. Spüre den harmonischen Fluss geatmeter Energie in deinem ganzen Körper. Jede Zelle deines Körpers atmet jetzt im Zustand tiefer innerer Ruhe und Harmonie. Es
im Zustand der Vollkommenheit. Des Einsseins. Und tiefen inneren Friedens. Und wenn sich diese Meditation nun langsam dem Ende zuneigt, bleibst du mit einem Teil deiner Wahrnehmung weiter achtsam bei deinem Atem, während du deine Aufmerksamkeit jetzt zurück auf deinen Körper richtest. Spür den Kontakt zum Boden. Nimm den Raum um dich herum wahr. Die Geräusche, die Temperatur, das Licht. Bewege einmal leicht deine Zehen und deine Finger. Und dann atme noch einmal tief in deinen ganzen Körper ein. Dehne und strecke dich ausgiebig nach allen Richtungen. Und dann öffne deine Augen. Und gehe gestärkt und erfrischt in den Tag, der vor dir liegt.